Ja, hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu diesem neuen Power Revolution Video. So, was sollten wir heute machen? Heute wollten wir gucken, wegen Bildung, ob wir neue Sachen bauen. Analphabeten haben noch sehr, sehr viel. Wir gucken, bauen wir Primarschulen? Toll, ist das 10 mehr? Ich glaube, wir sollten ja auf Sekundärschulen setzen. So, 18, 518. Wir werden 518 Stück bauen. Wie teuer ist denn das? Es passt einfach perfekt. Hä? Habe ich zu wenig eingeplant? So, 2 Monate braucht es jetzt so. So, was machen wir in der Zeit? In der Zeit würde ich gerne die Besteuerung noch mal ein bisschen hochsetzen. Ich hoffe mal, das löst jetzt keine Wirtschaftskrise aus. Kriegen wir das wenigstens durch? Und 1% hier. Obwohl ich glaube, wir machen erstmal das. Steuerreform 2025. Holen wir uns da die Mehreinnahmen rein? Obwohl, das wollten wir nicht mehr erhöhen. Können wir noch erhöhen? Oder vielleicht senken sogar? Würde ich sagen, senken wir sogar. Und hier würde ich es. Obwohl, das machen wir erst im nächsten Schritt. Und hier erhöhen. Die Kaufkraft so richtig schön runter geht. So. Und nach der Reform. Wir sind doch bei 25%. Ist aber immens hoch. So, ich würde auch gerne noch schnell die Rente nochmal erhöhen. Das ist schon wieder ein bisschen länger her. Ach, hier haben wir noch gar nicht das zu Ende gebracht. So. Oh. So, auf 40 Euro würde ich es gerne hochdrücken. Können wir echt die 50 € Rente machen? Ja, machen wir. Ist vielleicht ganz gut dann. Gibt halt erst später Rente, aber dafür gibt es mehr. Ist doch nicht schlecht. Also denke ich zumindest. Ja, was gibt's hier? Warum Regierung? Was passiert? Okay, ja, Mais produzieren wir viel. Ich würde ihn aber gerne noch 1 Million Tonnen ranhängen. Hat sich daran nichts verändert? Ach doch. 5 draus oder eine 8? Lieber 8 lieber. Dafür. Achso, es war schon ein super Preis. Gerne. Ist nicht wahr, oder? Sind wir in der NATO drin? Ja, sanktionier mal bitte die USA. Sind wir in der NATO drin? Sind wir der NATO beigetreten? Das ist gar nicht mehr. Nö, sind wir nicht. Stimmt, da hatten sie ja gesagt, nö. OECD, können wir da vielleicht auch mal rein? Pazifik sind wir nicht. Bisschen weiter weg. Am Atlantik sind wir aber. Deswegen ja NATO, North Atlantic Treaty Organization. So, OECD wäre wirklich gut. Guten Tag. Was ist das? Öl. Super. Ja, das gefällt mir doch.
Das Schreiben. Das hatte ich gemacht. Ach, wir hatten nur auf. Weiß ich nicht. So, ich hoffe auch mal, dass die Wirtschaft nicht zu sehr abkackt. Die Abstimmung. So, die neue Rente ist durch. Achso, das ist das andere Rentending. Wo kommt noch? Ja, wir sind in der OECD. Das ist sehr gut. Und hier haben wir auch geschafft. Wir haben richtige E-Sportler. Die Abstimmung hat. So, Steuerreform ist durch. Abstimmung. Gucken, wie sich das jetzt auswirkt. Also spätestens, wenn die Schulen übrigens fertig gebaut sind, fangen wir mit dem Krieg an. Also ob ich es heute mache, weiß ich noch nicht ganz, aber ich hätte schon Bock drauf eigentlich. Wir gucken, wie ich zeitlich gerade noch Zeit habe zum Aufnehmen. Es geht weiter hoch. Irgendwie vertraue ich dem nicht so ganz. Ah, sag ich doch. Und solange er nicht singt, sage ich mal. Ist ja alles super. Oh, achso. 2030. Haben wir schon geschafft, das Ziel eigentlich? Wir sind jetzt auch langsam auf Null, was entwaldet angeht. Super. Tierwohl hatten wir ja jetzt schon. Ah, außer hier Jagd. So, noch mehr Geld rausquetschen. So, die Umweltsteuern würde ich gerne noch ein bisschen erhöhen. Die Abholzungssteuer. Hier mit Steuern zur Seite. Aber naja, wir brauchen halt mehr Einnahmen. Fusionsreaktoren. Okay, ja, nicht schlecht. Was mache ich denn hier? Sollten wir auch ein bisschen Forschungsbudget mal noch aufwerten. So wenigstens. Ah, das hat er wieder vergessen. Vielleicht geht auch das gleich. Ja, 150 Millionen oder so können wir bereitstellen. Bisschen mehr Forschung mal betreiben. Was würde ich machen? Oh, hier sieht sich doch gleich hier. Ach so, ja, Kultur. Freiheit. Ach, hier haben wir noch gar nicht. Ist mir das nie aufgefallen? Hä? Hatten wir das nicht alles umgestellt? Oder habe ich hier nie nachgeguckt? Also, hä? Kein Wunder, dass der Demokratie-Score da nicht am Höhe ist. Aber ist nicht eigentlich umgestellt? Das irritiert mich ein bisschen. Ich glaube, wir warten mit dem Krieg noch bis nächstes Jahr. Also bis zum Spiel nächstes Jahr. Weil, also bis Februar nächsten Jahres. Weil, wenn im Januar wieder die ganze Wirtschaft runterkracht. Ich hätte nicht so Bock drauf. Die Wirtschaft ist. Die Abstimmung hat stattgefunden. Die Wirtschaft ist wirklich so, als würde sie nicht mehr stoppen kommen. Dafür kommt das
Stein, wollte ich sagen, aber eigentlich kein Stein. Schaffen wir das wirklich nicht? Als ob. Ja, dann erhöhen wir halt die Steuer. Wir brauchen aber mehr Kohle. Ach so, stimmt, weil ich die eine Steuer gesenkt habe. Hat ja dann Sinn, dass die andere sinkt. So, Flugtickets. Bringt das nicht so viel, aber naja. Weniger fliegen halt. Tabaksteuer. Ist gut für die Gesundheit halt. Pornografiesteuer. Auf 8. Kriegen wir nicht durch. Scheinbar wollen das die hier nicht. So, toll, dass sich aber auch da alle einig sind bei der Umweltsteuer. Georgien will, okay. Weil sie wahrscheinlich gesehen haben, dass wir jetzt hier drin sind. Wie erfolgreich wir sind. Hat sich zwar nichts geändert, aber naja. Oh, jetzt sind die Beziehungen auch besser, oder? Naja, geht so. Drogen. Ja, Polizei. Geht wieder hoch. Naja. Polizei mit 200 Millionen ausstatten. Ach, lass mal 230 mehr. Weiß ja nicht, ob das zu wenig Polizisten sind. Aber wir gehen wieder auf 300.000 hoch. Mehr Sicherheit. Und ja. Ich glaube, die können wir auch langsam lockern. Wir haben doch schon ein paar Terroristen auch schon besiegt. Und dafür sollten wir das vielleicht bei der Höhe noch. Wie sieht es in Terrorbekämpfung eigentlich aus? Wir haben nur noch die. Ist ja super. Den Benjamin. Temba. Timothy. Tabo. Bradley. Also, in Nigeria läuft sie gerade super. Wie läuft sie eigentlich im echten Nigeria? Das ist eine spannende Frage. Okay, alle am selben Tag. Wir werden mal ein bisschen demokratischer. So wie die Welt heutzutage nicht ist. So, ja, jetzt sieht es hier doch schon ein bisschen besser aus. Noch nicht perfekt, aber es ist schon ganz gut. Religion, was haben wir da? Ja. Ist ja super hier. Abholzungssteuer. Vielleicht können wir ja auch ein bisschen das Klima retten. Alleine nicht, aber ein Teil dieser Rettung sein. Haben wir nicht schon alles außer ganz. Wir haben alles schon. Außer die Kosten. Was ist denn das günstigste? Das ist sehr. Okay, es geht. Das ist sehr teuer, würde ich sagen. 5, okay. Und was ist das? Übernehmen wir das hier. Hier bezuschussen wir ein bisschen. Das ist teuer, ja. Arbeitsunfälle. Wir müssen die Lebenserwartung mal ein bisschen hochstufen. Pro Arzt. Oh, pro Krankenhausbett. Das sieht ja gar nicht gut aus. Wir haben aber kein Geld und ich will keine Schulden aufnehmen. Also Schulden will ich jetzt gern wirklich abbauen. Aber wir haben jetzt auch bald Jahresabschluss. Deswegen würde ich gerne auch alle Steuern, die man erhöhen kann, erhöhen.
hoffe, dass die Gesetze aber auch noch durchkommen. Ja, die meisten kommen, denke ich, noch durch. Ist doch so immens hohe Sachen schon geworden. So auf 2 hoch, wenn es geht. Macht da wieder mal nicht. Also. Es ist schlimm hier. 90 hoch. Macht er das davor noch? Okay, gut. Können ja auch hier ein paar Steine noch erhöhen. Aber erstens bringen die eh nicht so viel. Und zweitens, naja. Milliarden, wie viel? Es wird schon Unterschied machen. Gehen, glaube ich, erstmal auf 60 hoch. Ich habe Angst, dass es zu viele Änderungen macht. Was? Kein Atomsektor? Warum haben die es nicht geschafft? Gehen wir auf 25.000 Leute hoch. Die Abstimmung. Die Abstimmung. Naja. Gar nicht gut. Was passiert hier gerade? Das zurücknehmen? Erbschaftssteuer nehmen wir zurück sofort. Sofort was tun. Obwohl, wir warten noch kurz ab. Die Wirtschaft fällt jetzt ja eh gleich wieder runter. So, mehr Freiheit. Pro Freiheit können wir mal gucken. Schon noch nichts. Kevin, Michael oder Michael. Hyperloop. Weihnachten feiern wir natürlich. Warum denn nicht? Weihnachten ist auch schon einfach in 8 Monaten? Ne, 7 Monaten. So. Wir haben ja schon Mai. Inflation steigt und steigt und steigt. Das ist überhaupt nicht gut. Aber wir konnten die Wirtschaft noch ein bisschen retten. Die Pelz war aber nicht mehr so stark wie davor. Ich würde auch gerne die Arbeitslosenquote 0 mal erreichen. Die ist so Bock drauf. So, es kommt gleich erstmal das neue Jahr. Dann kracht die Wirtschaft eh wieder zusammen. Ich weiß gar nicht warum. Ist das einfach ein Bug in Pound Revolution oder soll das so sein? Au, 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 au. Was ist denn da los? Da müssen wir sofort gegensteuern. Es kommt eh erst nächstes Jahr durch. 2026. Schon 2 oder 3 oder 4 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange wir schon spielen. Das wird wieder schön viel Geld kosten. Ich hab gar keinen Bock drauf, aber naja, wir müssen. Hoffen wir aber, das machen sie nicht jetzt noch mit rein. Okay, machen sie nicht mehr mit rein. Gut. Was kann man denn noch machen? Mehrwertsteuer senken? Ah, es kostet sehr viel Geld. So, Cannabiskonsum. Gibt es denn noch irgendwelche Steuern, die man machen kann? Lohnt sich nicht. Das macht die Wirtschaft wieder kaputt. Internetsteuer ist richtig dämlich eigentlich. Guck mal, so teuer. So viel muss man zahlen und dann
Eine Milliarde, also nee. Hier die Steueramnestie wollte ich hier mit reinhauen. Gut, das kriegen wir auch durch. Ach, die ist ja eh, das ist ja eh kein Parlamentsbeschluss. 4.1. Okay. Bis dahin leidet noch ein bisschen die Kaufkraft und die Wirtschaft. Aber naja. Ist besser, als wenn wir sie gar nicht hochholen. Jamaika hat schon wieder gewählt. Ist merkwürdig. Telekommunikation, ja. Das ist in Deutschland auch ein bisschen veraltet. Nigeria scheinbar nicht so doll. Oder fällt die Wirtschaft jetzt so krass wegen der Erbschaftssteuer? Weil wir die erhöht haben. Eigentlich, ob das wirklich daran liegt, ich mir gar nicht sicher. Na, jetzt fällt es ja eh wieder auf Null oder auf wahrscheinlich Minusbereich. Was macht er die Berechnungen? Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Schon wieder neu. Super. 25 mehr an Überschuss. Davon würde ich sagen, bauen wir auch sofort Krankenhäuser. Wie viele brauchen wir? Ich würde sagen, 60 bauen wir. Da können wir, dann bauen wir 30. Sechs Monate, es geht. Ja, hier 5 Milliarden für 30 Krankenhäuser. Es geht voll fit. 8 Monate können wir nicht warten. Wir brauchen das nämlich sofort. Nur hier die neuen Schulen sind auch schon gebaut. Super. Das ist aber wie die neuen Lehrern, oder? Analphabeten. Das sinkt einfach zu wenig. Mit 18 erst. Was haben wir. Wer hat das denn gemacht? Das können wir auch nicht senken. Kann man hier auch Kommazahlen machen? Siebzehn und halb darf man die Schule verlassen. Die Abstimmung hat. So, jetzt wird das Paket draußen. Die Abhängigkeit, was? Der Unabhängigkeit nicht. Sag ich ja. Warum ist die Reform nicht durch? 8.1. Also am 9. erst. Mindestens, ach so, ja, das hat mir gerade gemacht. Wundere ich mich überhaupt. So, jetzt. Bei 3%, 7%, 22%. Kernkraft. Können wir jetzt eigene Atomkraftwerke bauen? Ja. Das hat scheinbar sehr viel gebracht. Ich forsche ein bisschen zu investieren. Inflation steigt viel zu schnell. Damit werden wir später ein richtig schönes Problem haben. BP, ja, okay, ist kurz ein bisschen eingekracht. Was geht noch? Jetzt im Januar muss sich die Wirtschaft eh erstmal erholen. Dann sollte es ja alles klappen. Bitte nicht ablehnen, bitte nicht ablehnen. Wir brauchen das. Also sind dann vielleicht auch die Schulen ein bisschen leerer. So, Atom haben wir geschafft. Ja, wir konnten den Sektor wiederbeleben. Oder überhaupt beleben. Ich weiß gar nicht, warum da Neuöffnung steht. Wir hatten das ja noch nie. Das mit der Inflation ist aber irgendwie noch ganz schön.
sie singt. Vielleicht einfach mal den Leitzins senken. Die Abstimmung hat schon. Schulpflicht ist niedriger. Oh, was ist denn 17,5? Ist ja klar, dass sich da nicht so viel ändert, oder? 17 runter. Schon erster, zweiter. So. Die Armee ist mit uns. Ist ja super. Die Aufrüstung haben wir auch lange nicht mehr gemacht, oder? Also, eh nur Mannstärke. Was haben die Zinsen eigentlich gebracht? Also Zinsdings. Stimmt, ab Februar sieht man das erst immer. Es ist so ein bisschen, naja. Kann man machen, muss man aber nicht machen. So, Sport. Ist ja nächstes Jahr schon wieder EM, wa? Freut euch da eigentlich drauf? Oder seid ihr ja nicht so die Fußballfans? Einer meiner Männer konnte Schlüssel. Also ich gucke immer mal so ein bisschen rein. Letzte WM habe ich nicht geguckt. Aber an sich finde ich das schon. Ich bin kein großer Fußballfan, aber das die WM, EM kann man echt mal gucken. Finde ich. Aber naja, muss er ja da selbst für sich entscheiden. Oh, sehr gut. Lag das auch an der Zins? Erniedrigung. Senkung, Erniedrigung. Ja. Zinserniedrigung. Ich würde auch gern dich. Ja, das kriegen wir nicht durch. Bisschen so erhöhen würde ich das schon gerne. Natürlich, die armen Leute haben schon kaum was, aber ja. Wie viel kriegen wir denn jetzt hier? Aber nein, man muss halt auch mal gucken, wie man. Also 5% ist ja wirklich niedrige Steuer, sehr, sehr niedrig. 10 würde ich sie ja gerne anheben. Naja, wieso? Alle sind richtig unsozial, außer wenn es um die Steuer geht. Sache, die ich nicht verstehen werde. So, Ramadan. Schulgesetz. Ist durch. Die Abstimmung hat. Ist durch, super. Doof natürlich, wir kriegen dadurch wieder mehr Arbeitslose. Was ist denn da los? Achso, es steigt. Achso, ich dachte, es ist gerade Schüler pro Lehrer Verhältnis. Das wäre ganz schön krass. Verbeten ist, naja. Tiefer gegangen? Warum? Auf 16 runter, würde ich sagen. Kriegen wir nicht hin. Schade. Also 16,5, vielleicht kriegen wir das hin. Vielleicht zählt das im System halt wirklich als 16,5, aber zeigt jetzt 17 an. Es ist wahr. Teilweise Zerschlagung. Das scheinbar komplette Zerschlagung. Das wäre aber perfekt. Müsste eigentlich schon. Haben wir noch gar nicht gemacht. So, dann würde ich jetzt auch bei der Weltbank gerne nochmal nach einer Schuldenerlass anfragen. 500 Millionen Euro. IWF haben wir gar nichts mehr. Aber Weltbank hätte ich noch gerne. Komm schon. Bisschen Winterspiele. Ja, das kennen wir ja. Ja, und nächste Folge würde ich dann gerne den Krieg starten. Oh, gut. Hä? Wir hatten doch gerade. Wir Schulden aufgenommen, oder was? Ah, stimmt, Vorwahlen. Ja, dann müssen wir erst den Krieg. Den Krieg nach den Wahlen machen. Wenn wir den vorher machen, wäre ein bisschen doof. Können wir es zwar machen an sich.
das dann aber so gut geht. So, hier, Schulden sind weiter bezahlt worden. Für die USA sind wir schuldenfrei. Grandios. Kann ich mich nicht beschweren. Oh, das würde ich gerne um 1 senken und das würde ich noch gerne senken. Um 1. Es ist halt für einen höheren Zweck. Da führen wir uns da wieder Geld über die Steuer rein. Die Cannabis-Steuer ist wirklich super. Irgendwie neueren Spielständen haben die es gefixt, habe ich das Gefühl. So, und gucken wir noch, ob wir das Wahlsystem irgendwie ändern können. Also, ob es da irgendwas noch zu ändern gibt. Ich glaube nicht. Die Abstimmung hat. Das können wir jetzt machen. Können wir immer noch nicht. Sinkt aber auch weiter. Super. Allgemeinbildung. Sehr wichtig. Kriegen wir mehr Geld. Dafür ist die Inflation halt am steigen. Super, super, super. Also, denke ich, sind wir ganz erfolgreich. Ist Ramadan jetzt hier. Körperschaftssteuer. Ich lasse jetzt hier das noch durchlaufen und dann ist die Folge auch schon wieder beendet. Was ja schon Sätze. So, dann haben wir es, denke ich, auch schon geschafft für heute. Dann würde ich sagen, war es das mit der Folge und dann bis zum nächsten Mal und nächstes Mal wahrscheinlich Wahlen und dann Krieg. Also bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.